Geraden, erklärt von den Simple Maths. In diesem Video geht es um Geraden im Raum. Jan stellt sich die Frage, wie eine Gerade im Raum überhaupt aussieht und was es da zu beachten gibt. Also erstmal die Frage, was ist eine Gerade? Die Antwort ist einfach: das. Du kennst Geraden wahrscheinlich nur aus dem zweidimensionalen Raum. Aber genauso kann es Geraden auch im dreidimensionalen geben. Da haben wir dann drei Achsen, x1, x2 und x3. Die allgemeine Form einer Geraden im Raum ist Vektor x gleich Vektor p plus t mal Vektor u. Vektor p ist der sogenannte Stützvektor. Du kannst es dir so vorstellen, als würde er die Gerade im Raum stützen. Der Stützvektor geht im Ursprung los und führt dann zur Geraden. Vektor u ist der sogenannte Richtungsvektor. Er startet, einfach gesagt, da wo der Stützvektor aufhört und gibt dann die Richtung der Geraden an. Du fragst dich jetzt wahrscheinlich, was das komische t soll. T ist eine Variable, die hier einfach jede reelle Zahl annehmen kann. So wie es jetzt ist, haben wir gerade t gleich 1. Dann geht man also den Stützvektor nach oben und einmal den Richtungsvektor vorwärts. Die Gerade entsteht dann dadurch, dass t jeden Wert annehmen kann. Für t gleich 2 geht man dann zweimal den Richtungsvektor vorwärts. Und für t gleich 3 eben dreimal. Und schon sehen wir, dass es eine Gerade ergibt. Die sieht dann so aus. Und dann sehen wir auch gut, dass der blaue Stützvektor die graue Gerade eben stützt. Wenn man jetzt also für t die richtigen Werte einsetzt, kann man zu jedem Punkt auf der Geraden gelangen. Soviel zur allgemeinen Form. Doch wie stelle ich eine Gerade auf? Um eine Gerade genau zu definieren, braucht man zwei Punkte. Wir haben jetzt mal die Punkte p und q. Die Gerade geht dann also einfach durch die Punkte und ist damit fest definiert. Um jetzt die Geradengleichung aufzustellen, überlegen wir uns, was der Stützvektor und was der Richtungsvektor ist. Der Stützvektor ist einfach der Vektor zum Punkt P, der dann die Gerade stützt. Man könnte auch den Vektor zum Punkt Q als Stützvektor ansehen, aber das ist jetzt mal nicht so wichtig. Der Richtungsvektor könnte dann zum Beispiel der Vektor von P zu Q sein. Denn der gibt ja, wie du siehst, genau die Richtung der Geraden an. Der blaue Stützvektor ist nichts anderes wie der Ortsvektor OP vom Punkt P. Der rote Richtungsvektor ist eben einfach der Vektor von P nach Q. Stellen wir den Vektor von P nach Q also mal auf. Wie im Video Vektoren Advanced 2 gelernt, muss man Ziel minus Start rechnen. Also Q minus P. Das ist dann 3 minus 1, 0 minus 2 und 3 minus 3. Zusammengerechnet ergibt es dann den Vektor PQ 2 minus 2, 0. Das ist dann unser Richtungsvektor. Letztendlich können wir dann die Geradengleichung einfach aufstellen. Der blaue Vektor ist wie gesagt der Stützvektor, der einfach dem Ortsvektor vom Punkt P entspricht. Und der rote Vektor ist der Richtungsvektor, vor dem wir dann nochmal t oder irgendeine andere Variable schreiben müssen. Letztendlich ergibt es dann Vektor x gleich 1, 2, 3 plus t mal 2 minus 2, 0. Merken musst du dir also nicht viel. Du musst wissen, wie die allgemeine Form für eine Gerade im Raum ist und was die einzelnen Vektoren bedeuten. Hast du zwei Punkte gegeben, dann kannst du ganz leicht die Gerade aufstellen. Zuerst nimmst du den Stützvektor, also einfach den Ortsvektor von einem der beiden Punkte. Und als Richtungsvektor nimmst du den Vektor zwischen den beiden Punkten, bei uns der Vektor PQ. Du weißt jetzt, wie du Geraden im Raum aufstellst. Hast du nämlich zwei Punkte gegeben, ist es gar nicht so schwer. Wenn ihr den gelernten Stoff auch mal selbst anwenden wollt, findet ihr auf unserer Website zu jedem einzelnen Video extra von uns angefertigte Übungsaufgaben mit Lösungswegen. Die Adresse seht ihr am Ende des Videos. Wir sind The Simple Maths und wünschen euch viel Erfolg im Abitur. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, kommentiert halt oder was auch immer. Das Wichtigste ist, wenn ihr immer auf dem neuesten Stand der abiturrelevanten Themen sein wollt, klickt auf Abonnieren. So müsst ihr euch nicht um eure eigene Nachhilfe kümmern, sondern bekommt alle Videos automatisch und kostenlos angezeigt. Für weitere Videos besucht uns auf unserer Website und auf Facebook und drückt Gefällt mir, damit so viele Schüler wie möglich von unserem Angebot profitieren.
Viel Spaß!